1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. In Baden-Württemberg sind letztes Jahr 160 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Mehr als in den Jahren zuvor. Gestiegen ist aber auch die Zahl derer, die sich wegen ihrer Drogensucht mit sogenannten Substituten behandeln lassen, also Ersatzstoffen, die die Entzugserscheinungen abmildern. In Tübingen soll in den kommenden Monaten eine Anlaufstelle für eben diese Suchtpatienten entstehen. Gestern war der feierliche Spatenstich. Mehr als 1000 Quadratmeter Fläche am Kupferhammer in Tübingen. Wo jetzt noch blanke Erde zu sehen ist, soll schon im Oktober nächsten Jahres ein dreistöckiges Gebäude stehen. Aber nicht irgendeines, sondern das Therapiezentrum Sucht West, eine sogenannte Substitutionsambulanz. Eine Substitutionsambulanz ist eine Praxis, in der drogenabhängige Menschen ärztlich verordnetes Substitut bekommen, das heißt einen Drogenersatzstoff, damit sie eben nicht auf dem kriminellen Markt Drogen wie Heroin kaufen müssen, sich nicht über unsaubere Wege Drogen injizieren müssen oder vielleicht auch über einen Mix von vielen verschiedenen Drogen dann in lebensgefährliche, lebensbedrohliche Zustände geraten. Mit dem feierlichen Spatenstich haben Vertreter der Kreisbaugesellschaft Tübingen, des Universitätsklinikums, des Baden-Württembergischen Verbandes für Prävention und Rehabilitation, kurz BWLV, sowie von Stadt und Landkreis gestern den offiziellen Startschuss für das Projekt gegeben. Es ist in der Tat etwas ganz anderes als Wohnungsbau und man darf die Planungszeit einfach nicht unterschätzen. Man muss wirklich ganz genau Raum für Raum mit den künftigen Nutzern abstimmen, was muss da rein, in welchen Anforderungen muss es rein. Aber wenn wir diese Zeit haben und mit Planern und den künftigen Nutzern auch wirklich sehr detailliert abstimmen können, dann ist die anschließende Realisierung, die ist dann kein großes Hindernis mehr. Also von daher glaube ich, kriegen wir das jetzt ganz gut hin. Der Anfang ist jetzt nach mehrjähriger Planungszeit also gemacht. Bisher waren die niedergelassenen Ärzte in Tübingen für die Substitution suchtkranker Patienten zuständig. Doch immer mehr von ihnen gehen in den Ruhestand und es gibt keine Nachfolger. Außerdem bietet das neue Therapiezentrum die einmalige Möglichkeit, die Angebote zu bündeln. Das Ziel ist nicht nur zu substituieren, das heißt Drogen zu vergeben, sondern das Ziel ist, die Menschen allmählich wieder in den Alltag, in das Alltagsleben zurückzubegleiten. Sie sollen nicht ewig bei uns bleiben, sondern sie sollen Hilfen kriegen und durch dieses Miteinander, die Verzahnung verschiedener Angebote auch damit wirksamer unterstützt werden als bisher. Dabei, so der Plan, soll auch die Nachbarschaft der Substitutionsambulanz mit Kapazität für 150 Patienten mit einbezogen werden. Bürgeranhörungen diesbezüglich haben bereits stattgefunden. Da war ein ganz großer Wunsch von der Anwohnerschaft nach einem eBay-Verkaufsbüro, dass praktisch die ein Stück weit älteren Bewohner hier in der Gegend mit irgendwelchen Dingen, die sie verkaufen wollen, da hinkommen können. Und dann da die Klienten, die in dem tagesstrukturierenden Programm sind, die Sachen ins Internet einstellen können und praktisch im Auftrag da verkaufen können. Auch der Wunsch nach einem kleinen Café oder leichteren Hausmeistertätigkeiten, speziell auch für die älteren Mitbürger, wurden immer wieder laut. Letztendlich müssen die Verantwortlichen jetzt aber auch erst einmal die Fertigstellung des geschätzt ca. 3,1 Millionen Euro teuren Baus und ihren Einzug abwarten. Das Privatmuseum der Künstlerin Stefanie Alraune-Siebert und ihrem Mann Hans Siebert im ehemaligen Hotel Schwanen in Haigerloch macht zu. Das berichten verschiedene Medien. Die Künstlerin will sich wohl in Zukunft auf anderes konzentrieren. Siebert stellte jedes Jahr im Winter verschiedene Objekte und oft auch verblüffende und schräge Szenen aus Stoff her. Dann, von Frühling bis Herbst, gab es eine Ausstellung. Die aktuelle Ausstellung Alraunes Gefühl für Wurst ist dann wohl die letzte. Besucher können sich die Ausstellung noch bis zum 28. Oktober ansehen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.